Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder einen kleinen Roadtrip. Wir sind unterwegs. Hinter uns klappert gerade der Expo. Gregor ist am Start. Der fährt hier. Und mein Bruder ist auch am Start. Hallo. Der fährt auch. Nee, folgendes Programm. Heute bin ich tatsächlich auf einem Kartrennen eingeladen mit Mick Schumacher von der DVAG. Das ist in Kerpen auf der Schumacher Kartbahn. Bin wirklich gespannt. 24 geladene Gäste. Ich glaube, es ist ein relativ kurzes Rennen, eine Stunde, aber er war schon ziemlich professionell. Ist natürlich eine einmalige Chance, mal zu zeigen, was man so kann, beziehungsweise wie viel schneller andere Leute dann einfach nochmal sind. Da bin ich am meisten gespannt drauf. Hat natürlich immer viel mit Kart, weil wir fahren mit Leica zu tun und jeder weiß, dass sie jetzt nicht so 100% gleich sind. Aber am Ende geht es ja nur um das Event und Spaß haben und so weiter. Aber ich freue mich drauf, das wird ganz cool. Ich bin gespannt, wer noch alles dabei ist. Ich nehme euch mit, ihr könnt mit dabei sein. Let's go! Ihr werdet heute in Teams antreten. 20 von euch gehen auf die Strecke. Wir haben 10 Teams, das heißt, es wird jeweils zu zweit gefahren. Zunächst zum Warm-up. Da habt ihr 20 Minuten Zeit, das Kart kennenzulernen, die Strecke kennenzulernen und dann geht es direkt danach ins Qualifying. Ihr tretet dort als Team gemeinsam an, geht auch gemeinsam auf die Strecke, fahrt gemeinsam eine sogenannte Hot Lap, also die getimte Runde. Und zu guter Letzt der Höhepunkt, das wofür wir alle da sind, das Rennen selbst. 24 Runden tretet ihr gegeneinander an. Ihr dürft frei wählen, entscheiden, wer von euch im Team jeweils beginnt. Also, wir sind jetzt kurz vorm Training hier. Nochmal kurz zu dem Event. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitbekommen habt, was hier heute so geht. Okay, es geht los. Ich will mich gleich machen. So, das waren die ersten 20 Minuten Training. Das ging jetzt alles viel, viel schneller als gedacht. Jetzt gleich geht es weiter mit Qualifying. Wir sind immer zweier Teams. Ich erkläre euch das später, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Jetzt gleich zählt aber die Zeit von uns beiden zusammen. Das heißt, ich und meine Partnerin Luisa müssen gleich zusammen möglichst schnell fahren. Zwei Karts gleichzeitig. Und gut, es gelingt. 13 US-Karts, Außenkart fahren ist relativ rutschig. Leider ist meiner. Komplett durchgeschwitzt, aber das wird auf jeden Fall anstrengend gemacht. Das Rennen später sind 24 Runden mit Nachschuss. Und damit rein ins Qualifying. Ja, dieses eine kleine Detail, das Fabian Hambüchen angesprochen hat, ist gar nicht so klein. Denn was die Jungs und Mädels auf der Strecke nicht wissen, es wird in Reverse Order gestartet. Heißt, die langsamste Qualifying-Zeit bringt die Pole Position, die schnellste den letzten Startplatz. Und die Zeiten beider Fahrer werden addiert. Und so ergibt sich folgende Startaufstellung. Startplatz 7, Lulu Theo sitzt ja gerne mal in schnellen Autos, heute im Kart. Gemeinsam mit Philipp Käs kennt ihr von Grip, dem Automagazin. Und damit sind wir bereit fürs große Rennen. Herzliches Willkommen auch von hier oben aus der Kommentatorenbox. Alle Teams mit ihrem ersten Starter in den Karts. Laune top, Anspannung hoch. Ganz vorne links Heidi Zock, ganz hinten rechts mit dem gelben Helm startet Mick und ab dafür. Heidi Zock, Robert kommt super weg und Mick zieht sofort auf die Innenbahn. Rein ins Getümmel, erste Kurve, Achtung, hohes Crash-Risiko. Alle sauber durch und schaut euch Mick an. Hat die ersten drei schon eingesammelt. Ganz vorne geht eine Lücke auf. Jetzt die enge Kurvenkombination. Achtung, Mick bleibt innen. Und da scheppert's. Aber hallo, schönen guten Morgen auch. Alle mal kräftig durchgeschüttelt worden. Aber Mick, den juckt das gar nicht. Ist Vierter, jetzt sogar schon Dritter. Und hier nochmal die Zeitlupe. Da geht's zu. Wie am Wühltisch. Alle wollen mal. Tobi Wolf rasselt da in Mick rein. Alles gut gegangen.
total fokussiert. Wow, was war das denn? Da hat's gerumst. Philipp Käs steht quer auf der Strecke. Was war denn da los? Müssen wir noch mal einen Blick drauf werfen. Laura geht mit vollem Risiko in die Kurve, schießt Philipp einfach ab. Da kann ich seinen Ärger schon verstehen. Hier geht's richtig zur Sache und das vom Start weg. Zweiter ist aktuell Robert, dritter Tobias vor Blackout und Philipp nach seinem Dreher weiter hinter Laura, sechster. Was sind das bitte für Traumbedingungen? Herrliches Wetter. Für die Fahrerinnen und Fahrer unten auf der Strecke allerdings natürlich extrem schweißtreibend. Peter braucht fast den Abschleppdienst. Wahnsinn! Schau mal, wie eng das ist. Das sind Zentimeter nicht auszudenken, wenn Mick da in Peter reingerasselt wäre. Gerade noch mal gut gegangen. Hä? Was ist denn da hinten los? Ja, was ist das denn? Was macht Peter Hardenacke da? Der fährt ja in den Regiebereich. Du liebe Güte! Übers Kamerakabel! Einfach eine Ausfahrt zu früh genommen. Beim Streckenbriefing offenbar Nickerchen gemacht, der liebe Peter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Zieht euch das mal rein. Wieder alle aufgeregt weglaufen. Da muss sogar noch der Lautsprecher verräumt werden. Wahnsinn! Peter Hardenacke. Völlig von Sinnen. Und vorne die Triumphfahrt von Sven Moritz für Team Mick. Letzte Kurve. Und dann ist er im Ziel. Mick als erster Gratulant. Neben der schwarz-weiß karierten Flagge. Annika wird Zweite fürs Team Schwarz an der Seite von Blackout. Und tatsächlich Jana Riever an der Seite von Tobias Wolf aufs Podest, Platz 3. Ein irres Rennen, ein irres Finish. Wow! Absolut geiler Tag, es war sehr heiß, aber wir sind schön rangegangen, hatten eine geile Taktik, haben schnell einen Wechsel gemacht und konnten uns das Treppchen sichern. Ne? Platz 3. Wir wollten aufs Treppchen, also alles erreichen. Ich bin ein bisschen gedriftet, aber ansonsten habe ich es irgendwie hinbekommen. Du hast jetzt gerade schon Spaß und witzig gesagt, hast du so 3 Wörter, die den Tag so beschreiben. Wir sind jetzt gleich durch, gleich ist noch die Siegerehrung. Und wenn du jetzt so den Tag mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was wir hier heute alles gemacht haben, in 3 Worten. Anstrengend, spaßig und ja, ich werde morgen Muskelkater haben. So einmal zusammenfassend hier heute mit Mick Schumacher auf der Kartbahn von Michael Schumacher zu fahren, im Rennen gegen ihn anzutreten, wie war das für dich? Ja, ich glaube, so eine Chance kriegt man ehrlich gesagt nur einmal im Leben. Ja. Dementsprechend extrem geil, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ja. Jetzt haben wir nur 14 Runden gehabt, die sind natürlich schneller rum, als man gucken konnte. 14 Runden, ja. Und ich glaube auch jeder, der einmal diese Möglichkeit haben wollte, hat auch direkt den Start gefahren. Ja. So, und war einfach cool, war einfach geil. Was hast du so aus dem Rennen mitgenommen? Weil ich habe jetzt vorhin schon viel gehört, so dass man sich bei Mick abgeguckt hat, wann er gelenkt hat oder sowas. Bist du da auch eher derjenige gewesen, der so ein bisschen auf die anderen geguckt hat oder hast du voll dein Ding durchgezogen? Also ich musste beim Start direkt erstmal aufpassen, weil der Starter, Starterin direkt vor mir hat komplett den Start verpennt. Also die hat gar nicht gesehen, dass sie schon guckt aus der Links und rechts und sagst, ey, gleich grün. Hab schon so die Hupe gesucht, aber gibt halt keine Hupe. Und dann in dem Moment musst du halt dann links dran vorbeiziehen und dann kannst du sicher sein, dass von innen schon wer kommt. Hat aber gut geklappt. Ich wurde dann nur nach ein paar Runden einmal innen so ein bisschen abgedrängelt, aber auch das war okay. Am Ende geht's um Spaß haben und das hatten wir jede Menge. Glaube ich sofort. Wie hast du so generell den ganzen Tag erlebt? Mick Schumacher zu treffen hier auf der Kartbahn ist ja auch nicht sowas Alltägliches, was man so erlebt. Wie war das für dich? Extrem cooler Tag. Hat deutlich entspannter angefangen, als er dann zu Ende ging, weil es war dann auf einmal so, wie das bei Anfallschaltungen immer ist. Taktung, 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 Ratz, Ratz, Ratz. Und schon saßen wir im Kart und sind gefahren. Aber in Summe war eine geile Nummer. Geht dann auch doch schneller vorbei, als man irgendwie vorher wahrscheinlich gedacht hat, gerade dieses Kartfahren, ne? Ja, gefühlt im Flug. Und wir haben 20 Minuten Training gehabt, dann eine einzige Qualifying-Runde. Ja. Das kann man ja auch nicht großartig trainieren. So on point, dann eine Runde abzuliefern, dazu kalte Reifen und zack, direkt danach das Rennen und schon war es vorbei. Ja, absolut.
Wie sieht der Tag jetzt heute noch für dich aus? Ist das so, dass man jetzt schon gefühlt Muskelkater hat und sich gleich eigentlich eher hinlegen muss? Oder ist jetzt so richtig Partystimmung bei dir? Also Kartfahren ist in der Tat anstrengend, ja. Gerade so in den Armen. Ich habe so eine Weste drunter, das heißt, meine Rippen sind ganz gut eingepackt, weil man halt schon gut vorbereitet gewesen hier. Ja, in dem Stuhl von links nach rechts. Oh, ich habe schon manchmal wochenlang Rippenschmerzen gehabt, deswegen. Aber auf jeden Fall, man sieht es, ich bin komplett fertig. Einmal durchgeschwitzt, das heißt duschen und dann geht's los. Sehr schön, sehr schön. Vielen, vielen Dank dir. Danke. Mick, dein Kart Race, du hast dich heute zu diesem Rennen eingeladen, hast jetzt auch den ersten Platz in deinem Team geholt, also herzlichen Glückwunsch, wie war es für dich? Ja, war super. Liegt an meinem Teamkollegen, der natürlich eine super Leistung da geleistet hat, dann in diesem zweiten Stint. Ich habe ja angefangen, wir sind von hinten gestartet und waren dann relativ schnell vorne, haben eben einen super Job gemacht, da alle, und alle sind heile angekommen, was natürlich das Ziel des Tages war und hoffe, dass auch einige Leute hier Spaß haben. Ja, kommen wir nämlich jetzt direkt zur Siegerehrung. Wir räumen das Feld von hinten auf. Platz Nummer 3 geht an Team Lila. Silber am heutigen Tag hat Team Schwarz geschafft. Den ersten Platz hat gemacht Team Mick. Ja, ihr seht, ich bin komplett fix und foxy dafür, dass ich nur 14 Runden gefahren bin. Ich bin den Start gefahren, habe mich wirklich gut durchgefummelt, hatte auch ein gutes Kart. Es hat wirklich performt, hat nur für Platz 5 gereicht, aber in Summe kann ich einfach nur sagen, war ein geiles Event. Es ist dann doch krass zu sehen, wie viel schneller Mick Schumacher ist. Nochmal vielen, vielen Dank an die DVG, dass ich dabei sein durfte. Und tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.